Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal denkt man schon mal, ist im Tollhaus, ja? Also wenn ich die Redebeiträge der Linken betrachte, was die duale Ausbildung betrifft, ich sage es nochmal, die die Große Koalition der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat, gegen die Stimmen der Linken, dann beklatschen Leute der SPD solche Positionen. Jetzt gibt es eine klare Positionierung einer Fachkraft, eine Politikerin, die sich dafür ausspricht, dass es eine gute Sache ist, dass man auch deutschlandweit das denken muss. Da sitzen die Kollegen von den Linken da und beklatschen diese Situation wieder. Also da ist es manchmal besser, dass man sich die Zeit spart. Das wird sonst sowieso nichts mehr. Aber ich muss ja einfach nur mal feststellen, dass Sie sich hier im Klein-Klein bis auf den letzten Redebeitrag begeben haben in dieses Klein-Klein und diese große Linie, dass wir auch für unsere Erzieherinnen und auch dann profitierend Eltern und Kinder deutschlandweit einheitliche Standards auf den Weg bringen, darüber diskutieren. Diese große Linie haben Sie aus meiner Sicht verlassen. Und wenn ich diese Betreffzeile, die Antragszeile nochmal für Sie ins Gedächtnis rufe, Kindertagesförderung bundesweit einheitlich definieren und anwenden, dann sagt Rot-Rot in diesem Land dazu Nein. Und uns wird hier vorgeworfen, dass wir in diesem Bereich Aktionismus betreiben. Also ich hatte schon bei der Einbringung gesagt, und auch unser Antrag bezieht sich ja darauf, auf ein Eckpunktepapier für die Neugestaltung der Erzieherausbildung. Und wenn Verfasser sind der Deutsche Städte- und Gemeindetag und der Deutsche Landkreistag, dann gehe ich davon aus, dass die nicht irgendwo in einem Büro sitzen, sondern dass sie die Stellungnahmen der Städte- und Gemeindetage der einzelnen Länder berücksichtigen und hiermit einarbeiten. Wenn Verdi dabei ist oder die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und in diesem Eckpunktepapier genau das fordern, was wir, und da kenne ich im Prinzip bis auf 9 Leute hier in dieser Fraktion links von mir, keinen, der eigentlich nicht dafür ist. Gesamtgesellschaftlich will man diesen Weg gehen. Wenn das Problem ist, dass wir Antragsteller waren, dann müssen Sie das einfach sagen. Deswegen hatte ich ja auch geworben, lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg gehen. Und wenn die Ministerin sagt, sie hat sich auf ein Zitat von Matthias Brotkopp mal bezogen, dann sage ich Ihnen, habe mit Matthias Brotkopp im Bildungsbereich auch Gespräche geführt, wo er dann die Position, ich denke, ich darf das hier so sagen, vertreten hat, wenn man einer der wenigen oder vielleicht der Einzige ist bei einer Position und dann noch in der Kultusministerkonferenz, dann die Signale so sind, dass man es schwierig oder gar nicht umsetzen kann, dann kann man auch seine politische Lebenszeit dafür einsetzen und sich anderen Bereichen widmen. Das kann man machen. Man kann aber auch sagen, so wie ich Sie dazu aufgefordert habe, lassen Sie uns, und das ist ein kleiner, wichtiger Schritt nur gewesen, gemeinsam dieses gesellschaftliche, politische Thema angehen, weil es nicht nur ein Thema ist der CDU und SPD, auch das habe ich gesagt, Entschuldigung, der CDU und der Grünen in diesem Landtag, sondern die Ampel in Berlin hat das auf dem Schirm und die gesellschaftlichen Kräfte, die ich hier genannt habe. Aber Sie scheinen ja dann wohl diesem Antrag nicht zustimmen zu wollen. Das muss ich dann zur Kenntnis nehmen. Insofern finde ich dann auch wiederum widersprüchlich die Argumentation. Auch ich habe ja zu Beginn gesagt, wir haben viele tolle Sachen in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir federführend sind, ob das Betreuungsquote ist, die Fachkräftesituation. Aber ich kann mich doch da nicht hinstellen, Frau Ministerin, und diese Punkte, die können Sie wiederholen, weil sie richtig sind, aber dann sagen, deutschlandweit müssen wir da jetzt aber keine Vereinheitlichung durchführen, weil in anderen Bereichen Äpfel und Birnen verglichen sind oder verglichen werden und das passt mir alles so nicht in den Kram. Entweder will ich eine Vergleichbarkeit über möglichst alle Bereiche, dann setze ich mich dafür ein, dann setze ich mich, auch das habe ich vorhin schon mal gesagt, in Oppositionszeiten und in Regierungszeiten dafür ein, und stelle mich jetzt nicht plötzlich hin, nachdem ich die Fachkraft-Kind-Relation ständig 10 Jahre lang kritisiert habe, stelle mich jetzt hier hin und widme die plötzlich um und sage, es ist eine Betreuer-Kind-Relation, die eigentlich zur Diskussion steht. Bei der Fachkräftesituation sind wir hervorragend. Das weiß ich. Ich will aber auch, dass das endlich verschwindet, dass wir da deutschlandweit einen gemeinsamen Kanon haben. Dann will ich noch 2, 3 Punkte aufgreifen, die hier in der Diskussion gefallen sind. Unter anderem, wenn es um das momentane gute Kita-Gesetz geht, beziehungsweise auch um die Zukunft, um die Veränderung, um die es dort geht, dann ist es doch
Ein Fakt, dass das alte Gesetz 10 Handlungsfelder umrissen hat. 10 und nicht 11. Und diese 10 Handlungsfelder haben alle auf die Qualität in Kitas abgestellt. Und dann wurde ein zusätzlicher Punkt geschaffen. Und der wurde nicht nummeriert, sondern es ist ein extra Absatz. Ich bezeichne den Absatz als Lex Schwesig. Da hat sie sich politisch durchgesetzt für ihre Überzeugung, dass man dieses Geld auch für die Beitragsfreiheit einsetzen kann. Aber wenn man dann eine Vereinbarung macht zwischen dem Land und dem Bund und die eigentliche Zielrichtung und auch die neue Zielrichtung des Gute-Kita-Gesetzes ist, Qualitätsverbesserung auf den Weg zu bringen, wenn ich dann den Vertrag vor mir habe und dann die 10 Punkte, die Qualitätssteigerung bedeuten, 10-mal nicht ankreuze, sondern nur diesen einen Punkt, diesen Lex Schwesig, und dann auch in der Textbegründung immer noch wieder argumentiere. Da will ich nur 2, 3 Dinge mal herausgreifen, damit es auch die nicht jeden Tag damit zu tun haben, auch wissen, worum es geht. Die Handlungsfelder sind zum Beispiel Fachkraft-Kindschlüssel. Da antwortet die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, wird keine Maßnahme ergriffen. Nummer 4, Stärkung der Leitung. Im Handlungsfeld 4 wird keine Maßnahme ergriffen. Handlungsfeld 5, Verbesserung der räumlichen Gestaltung. Besteht kein akuter Handlungsbedarf. So könnte ich Ihnen jetzt alle 10 Punkte vorreden. Fakt ist, auf Bundesebene sieht die SPD, die an solchen Gesetzen ja auch mitwirkt, die Situation etwas anders. Und wenn ich jetzt die neue Gesetzgebung betrachte, dann ist es ja schon mal hochinteressant, wenn dann hier extra, es ist ja ein Monitoring eingeführt worden, das sind ja wissenschaftlerunabhängige Kräfte, wenn die dann die Beitragsfreiheit analysieren. Und wir können da gerne in den Gesetzentwurf reingehen. Der ist ja nicht von mir, der ist jetzt von der Ampelkoalition. Und was sagen die? Die stellen nämlich fest und empfehlen eine Staffelung bei den Elternbeiträgen. Nicht, dass sie mir nachher unterstellen, dass ich für eine Staffelung bei Elternbeiträgen bin, aber sie müssen sich doch die Frage stellen mit ihrem sozialen Gewissen rot-rot, ob die Maßnahme, so wie sie jetzt läuft, richtig ist, dass ein Landtagsabgeordneter mit 6.500 Euro beitragsfrei läuft und jemand, der mit 12,50 Euro läuft, auch beitragsfrei ist. Ich sage nochmal, damit Sie mir nichts unterstellen, das ist nicht meine Position, ich gebe jetzt die Wissenschaft wieder. Ich gebe die Wissenschaft wieder aus diesem Monitoringbericht. Und die stellen nämlich fest, dass die Leute mit geringerem Einkommen viel schlechter gestellt werden, weil sie nämlich 10% ihres Einkommens dann für Kita-Betreuung aufwenden müssen. Und dass es bei den Leuten, die mehr verdienen, anders aussieht. Und da frage ich mich, wenn das die Position der Ampel ist, auch der SPD, und hier dann vorgeschlagen wird, entsprechende Staffelungen einzuführen bei den neuen Vereinbarungen, wie Sie politisch damit umgehen wollen. Sie haben Ihre Position geäußert, die scheint anscheinend mit der Bundes-SPD nicht konform zu sein. Das ist auch nicht weiter schlimm, wir gehen unseren eigenen Weg. Ich will das auch unterstützen, dass Geld eingesetzt wird für Qualität, aber jetzt müssen wir auch dazu kommen, beim letzten Gute-Kita-Gesetz sind nämlich die 36 Millionen vollständig, so bin ich jedenfalls informiert, in die Beitragsfreiheit geflossen und 0 Euro in die 10 Handlungsfelder. Jetzt macht der Bundesgesetzgeber etwas Neues. Der macht etwas Neues. Er präzisiert sogar noch mal die Handlungskompetenzfelder, die nämlich etwas bringen für Qualitätssicherung oder Qualitätsverbesserung. Und so verstehe ich den Gesetzentwurf und auch die das, was man artikuliert aus dem Ministerium, 50% der Gelder, die eingesetzt werden sollen, sind dann für diese Handlungsfelder eingesetzt. Glücklicherweise für den Haushalt Mecklenburg-Vorpommern wird ja der Lex fortgeschrieben, indem wir noch eine gewisse Bestandssicherung haben, dass wir weiterhin Geld verwenden können für die Gebührenfreiheit. Aber wenn man auch in diesen Topf, wenn es dann bei 36 Millionen bleibt, auch die Sprachkitas auch noch mit reinwirft, dann sind wir, dann sind insbesondere Sie gefordert, auch diese 10 Handlungsfelder mit zu finanzieren, um eine Verbesserung im Bereich Qualitätsverbesserung bei den Kitas zu erreichen. Heute muss ich feststellen, für mich unverständlicherweise, dass man die große Linie nicht verfolgen will. Sie haben ja noch vielleicht Redezeit, dass Sie noch mal mich widerlegen können, dass Sie möglicherweise doch für die bundeseinheitliche Definierung und Anwendung sind.
den Redebeitrag von Frau Oldenburg habe ich fast so verstanden. So, sie hat es nur leider nicht ausgesprochen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ums Wort gebeten hat für die Fraktion der FDP die Abgeordnete Frau van Baal.